Vor 70 Jahren war die Dampflok das Verkehrsmittel schlechthin. Mittlerweile haben die alten Dampfrösser ausgedient. Stimmt nicht. Im bayerischen Städtchen Nördlingen erfreuen sie sich noch immer größter Beliebtheit. Das haben wir ganz gelegentlich schon mal gemacht, aber es ist immer wieder ein schönes Ereignis. Und wir freuen uns und erhoffen uns viel Spaß. Und das ist der Grund zur Freude. Die Dampflok der Baureihe 41 zieht heute einen Museumszug von Nördlingen ins fränkische Feuchtwangen. Für die 76 Jahre alte Maschine ist das jedes Mal aufs Neue eine kleine Herausforderung. Damit bei dieser alten Baureihe nichts schief geht, checkt das Team die Lok gründlich durch. Schließe ich hier erstmal die beiden Hähne, dann lasse ich das Wasser aus dem Rohr raus. Jetzt ist das Wasser weg, man sieht es nicht mehr. Jetzt schließe ich diesen Ablasshahn wieder und dann öffne ich diese beiden Ventile wieder, wo praktisch der Kesseldruck dran ist und jetzt muss ich das da drin bewegen. Pünktlich um 10.18 Uhr setzt sich das alte Dampfross in Bewegung. Auf ihrer 90-minütigen Fahrt Richtung Norden befährt das rollende Museum eine ehemalige Strecke der Deutschen Bundesbahn. Aus dem Nördlinger Ries kommen die Fahrgäste nach Mittelfranken, über Wilburgstetten und Dingesbühl nach Feuchtwangen. 1985 im Personenverkehr stillgelegt, nutzt seit 2001 das Bayerische Eisenbahnmuseum die Strecke für ihre Museumsfahrten. Wir dürfen auf dieser Strecke 50 km/h fahren. Und es gibt natürlich auch immer wieder mal Langsamfahrstellen, wo wir etwas runter müssen. Mal nur 10, mal nur 20 am Bahnübergang und so weiter. Der größte Kindheitstraum war immer, Dampflokführer zu werden. Und vor einer Woche habe ich meine Prüfung zum Dampflokführer bestanden. Nach über 12 Jahren Ausbildung. Und abfahren. Und jetzt ist der Traum erfüllt. Und die Freizeit wird weiterhin auf der Dampflok verbracht. Die kleinen Steigungen der Strecke bringen die alte Lok ordentlich ins Schwitzen. Heizer Tim legt lieber noch einmal eine Schippe Kohlen drauf. Wichtigste ist eigentlich, dass genügend Wasser im Kessel ist, weil eben wenn zu wenig Wasser im Kessel ist, dann kann es eben sein, dass die Feuerbüchse zu warm wird und die Lok eben dabei kaputt geht. Während die Lok hart arbeitet, genießen die Passagiere die Landschaft. Mal ein See, mal ein Berg, mal ein Wald. Das ist unheimlich romantisch. Und die alten Wege sowieso. Am Zielbahnhof Feuchtwangen wird der Zug bereits erwartet. Ehe es wieder zurückgeht, ist für Personal und Lok Zeit für eine kleine Pause. An Rente ist für die Eiserne Lady noch lange nicht zu denken. Sie arbeitet weiter wie vor 70 Jahren.